Hallo und willkommen bei Hardware Insight. Mein Name ist Sebastian und heute zeige ich euch das ASUS Strix Z270F Gaming Motherboard. Dabei handelt es sich um ein ATX Mainboard mit dem Republic of Gamers Logo. Es ist für den neuesten Intel-Chipsatz auf Sockel 1151 und ist natürlich Nvidia SLI und AMD Crossfire tauglich, hat das bekannte Aura-Sync für diese RGB-Beleuchtung und soll besonders freundlich sein, beziehungsweise es soll besonders leicht sein, hierfür 3D-Sachen zu drucken. Da kommen wir später drauf. Machen wir erstmal die Verpackung. Auf der Seite haben wir halt die Seriennummer. Dann hier ist noch ein bisschen. Hier nochmal Informationen und da steht Supreme FX, überlegener Sound auf dem Level einer dedizierten Soundkarte. RAM-Cache, der Cache, der in einem Flash arbeitet und Aura mit LED zum Licht und 3D-Printing-Friendly Design. Gestalte es selber. Hört, hört. Machen wir das gute Stück mal auf. Dann haben wir natürlich direkt oben direkt das Mainboard. Nehme ich erstmal raus, gucken wir uns erstmal das Zubehör an. So, hier drunter befindet sich jetzt das Zubehör. Da fangen wir direkt mit an. Da haben wir einmal ein I/O Shield. Schön in Schwarz, auch mit Republic of Gamers Logo drauf. Auf der Rückseite schön gepolstert, da klappert da nichts. Dann haben wir insgesamt vier SATA-Kabel, jeweils zwei Kabel mit geraden Steckern und bei zwei Kabeln sind am Ende abgewinkelte Stecker dran. Dann einen kleinen Republic of Gamers Glasuntersetzer oder für eure Tasse. Dann haben wir hier ein Päckchen Schrauben für die M2 SATA. M2 SSD, pardon. Dann haben wir noch eine HB Bridge. Ich hole das gute Ding mal raus. Das ist nämlich so. Dann haben wir hier nochmal Befestigung und Schrauben für M2 SSD. Ein Kabel für RGB-Beleuchtung zum Anschließen. Dann kann man diese Stripes kaufen und dann halt nachher den Header auf dem Mainboard anschließen. Eine Einbauhilfe, damit man die CPU leichter einbauen kann. Eine DVD mit den Treibern und Software. Ein Bogen mit ein paar Aufklebern. Ganz schick mit Metallic-Effekt. Dann ein 20% Coupon auf ein Cable Mod. Dann haben wir hier Labels zum Beschriften der, also beziehungsweise zum Kennzeichnen der SATA-Kabel, damit man auch weiß, welche SATA-Kabel wohin geht. Dann haben wir hier einmal Lektüre. Tippt man drauf, das ist so eine Art Schnell, ja, ist eine Schnellstartanleitung. Und zum guten Schluss noch die Bedienungsanleitung. Auch sehr schön von den Farben her. Natürlich nur auf Englisch, aber ich glaube, die gibt es auch in Deutsch zum Runterladen. Muss ich nachher mal gucken. So, dann kommen wir mal zum Mainboard. Den Karton einmal zur Seite. Rums. So, da haben wir das gute Stück. Meine Handschuhe klemmen. So, eine formschöne Abdeckung über den Anschlüssen. Die ist übrigens aus Kunststoff. Und hier vorne ist so ein leicht durchsichtiger Einsatz drin. Der wird dann nachher farblich beleuchtet. Das kann man dann nachher über die Software von ASUS einstellen. Hier unten befindet sich, abgetrennt sieht man die durch diese Linie,
Das ist abgetrennter Audiobereich mit dem Supreme FX-Chip. Das wird gemacht, damit da keine Interferenzen reinkommen. Dann haben wir insgesamt vier PCI Express Einfachslots und 3 PCI Express 16, wobei ich gucken muss, wie die angebunden sind. Das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Dann ja, der F51 Sockel, 4x Arbeitsspeicher, wobei ich hier schön finde, dass man die hier unten nicht bewegen kann. Die Klemmen, das hat den Vorteil, wenn hier eine Grafikkarte drin ist, dann kann es manchmal passieren, dass das zu eng ist und man die Dinger hier nicht umklemmen kann. Deswegen hat Asus hier so eine Art Schnellverschluss eingebaut, sodass man nur hier die oben die lösen muss und dann kann man das dann bewerkstelligen. Dann haben wir hier einen schönen Kühler mit Republic of Gamers Logo. Man sieht auch, dass das so schön strukturiert ist. So, dann kommen wir hier, da ist einmal der ganz normale 8-Pin-CPU-Stecker, EPS-Stecker. Dann hier für CPU-Lüfter zwei Stück. Dann befindet sich hier oben ein Anschluss für dieses Aura RGB. Ein weiterer Lüfteranschluss, der 24-Pin-Stromstecker. Dann insgesamt 6-mal SATA. Hier unten dann zweimal USB für Header für Frontanschlüsse oder dergleichen. Ein USB 3.0 Header. Und hier der Anschluss für das Republic of Gamers externe Panel, was man noch kaufen kann. Hier ist ein Gehäuselüfteranschluss noch. Ein Anschluss für TPM-Modul. Hier der zweite RGB-Anschluss. Und das ist der Anschluss für vom Frontpanel der Sound. Hier sieht man auch schön, dass die zwei PCI-Express-Anschlüsse, diese hier mit Metall verstärkt sind an den Seiten, damit die Anschlüsse nicht so leicht brechen, wenn man da mal ein bisschen rabiater die Grafikkarte drin stecken hat. Dann haben wir einen M2-SSD-Anschluss hier und einen haben wir hier. Da können wir auch bis zu der Länge gehen. Ah, hier kann man sogar weitergehen. Im unteren kann man bis hierher gehen. Und im oberen kann man halt dann noch ein bisschen kürzere Karten einbauen. Ja, das war soweit die Vorderseite. Auf der Rückseite, ja, hier haben wir noch die Anschlüsse. USB Typ C, die beiden hier. Dann haben wir hier DisplayPort, HDMI, DVI, 4x USB 3.0, PS2 Stecker, Netzwerk und die üblichen Audioanschlüsse inklusive optischen Ausgang. Auf der Rückseite sieht das so aus. Soweit, so gut. Dann gucken wir mal, wie sich das gute Stück in unserem Test schlägt.